Servus miteinander, es freut mich fest. Ich habe heute ganz besondere zwei Gäste da, und zwar zwei Moppe-Puben, der Maurer Heinrich von Siebenskfeld und Hammer Andreas von der Eck. Ist jetzt ein Ecker, ist aber, wie ich mitgekriegt habe, das Mädel daheim, oder? Genau. Also du kannst zwei Welten in einer Person, kann man das so betiteln. Kann man sagen, ja. Ja, Vorarlberger Moped reit, also das ist wirklich schon ein paar Jahre her, Herr, ich hast mir nur mal jetzt erzählt, Heinrich, dass ihr da eine Idee hört und du statt der Motorrad kaufen einfach also 50 Kubik, da hast du viel mehr Freude als mit der Grossen. Und mit dem hätte ich gar nichts anfangen können, aber mittlerweile hat das bei einem Verein gegeben, es gibt Veranstaltungen. Jetzt erzähl mir, Andreas, wie soll zu der ganzen Idee oder zu der Geschichte kommen? Ja, es kommt darauf an, wie weit man ausholt, aber grundsätzlich zum Abkürzen. Unser Hofer hat sie eigentlich beim Saunieren kennengelernt. Also, dann konnte sie 20 Jahre einen Meter saunieren, ja. Und der wird er. Und der Sommer hat man eigentlich nie jetzt zum Zug miteinander. Oder wenig. Und ja, ich war dann mal in Tirol auf dem Holztaler Moped-Marathon gewesen. Hier im Herbst erzählt, was ich da erlebt habe. Ja, so haben sie da, das kann man, was nicht, ausgelacht oder angelacht, auf alle Fälle ist es lustig gewesen, und hat man gesagt. Ja. Aber du bist schon davor, hast du mit den Mopeden an den Tür zum Zug gehalten? Nicht so richtig wirklich? Ja, ich habe schon Mopeden gehabt, aber ich bin das erste Mal so 250 Kilometer durchgefahren eigentlich. Ja. Okay. Und vor allem sind es 5.500 Höhenmeter gewesen. Und ja, ich bin auch 50 Kilo Lämmel und ja, ja, ist auf dem Abenteuer gesehen. Ich kann zeigen, weil hat sie verzogen oder hast du ja ein dressieren müssen? Nein, ist alles gegangen. Ja. Alles klar. Wie ist das angekommen, Heinrich, mit dem, was jetzt Andreas da hat? Angekommen ist es natürlich gut für uns. Er hat es natürlich auch spannend umgebracht und dementsprechend uns schmackhaft gemacht. Dass dann natürlich gleich mal die Idee entstanden ist, um einmal einen Saunausflug zu machen. Ich habe auch im Moped gefahren, ein Jahr drauf. Aber der ist ja dann im Sommer da, im Winter. Der sind wir im Sommer da, ja. Und für uns hat natürlich niemand ein Moped gehabt. Aber auch Andreas hat mehrere solche Prachtstücke besitzt. Er hat er uns dann gleich ausgeholfen, sozusagen. Moped zur Verfügung gestellt. Und ein Jahr später sind wir halt alle auf dem Hötztaler Moped-Marathon gelandet. Und wer ist jetzt der Kernhofer, wenn ich frage, der für euch oder von der? Vom Ursprung her. Ich glaube, Alex ist dabei, Stürers Alex. Stürers Alex und Max Kurz Matthias. Ja, ist von dieser Saunagruppe aus. Ja, und Waldners Andreas und der Meier Michael. Okay. Und wir zwei. So, und dann sind wir auf diesen Netzteil-Marathon gegangen? Ja, und ich bin zweimal gegangen und zu Essen. Und am Sonntagmorgen sind eigentlich alle geflasht gewesen. Hey, und ist das ein geiles Wochenende gewesen. Ich habe einfach gemerkt, dass jeder einfach gesagt hat, cool, super. Ja? Ja. Und die, die dann früher Motorrad gefahren sind, ja, da ist man früher auch gefahren, aber noch nie so von der Landschaft gesehen. Ja. Ja? Weil einfach mit dem Moped bist du halt einfach und langsam unterwegs und hast Zeit zum Gucken. Links und rechts zu schauen. Und, ja, und schmecken, was vorne war. Genau. Und dann hat er gedacht, das, was die Österreicher können auch, oder wie? Weil es ist ja wirklich zu dem gekommen, dass er dann gleich mal eine eigene Veranstaltung hätte. Ich meine, das ist ja Schlag auf Schlag. Eigentlich ist, als ich erst mal im Österreich war, bin ich einen Schwab kennengelernt, der Holger. Das war eigentlich mein erster Moped-Kollege, der hat mich ganz blöd angelaufen auf dem Zielgelände. Ich bin in Hölzland durchgestanden und dann kommt er so voran und sagt, was sagst du da, wie willst du die Schuhe an? Dann schaue ich ab und hat er die gleiche angehört. Dann hat er mir eigentlich zählen können. Und dann hat er gesagt, ha, und er kennt unser Ländle auch ein bisschen. Und er hat gesagt, warum mache ich eigentlich nicht so was? Weil ich so viel schöner wie da. Und dann habe ich gesagt, du wirst lachen, ich habe mir das heute auch schon überlegt. Das wäre bei uns auch cool. Okay. Und so ist das eigentlich dann, ja, das ist eigentlich die erste Ding sind. Und nein, am Mötztal-Wochenende, wo wir da ganz hufig sind, dann ja, hat man gesagt, so, jetzt muss man auch machen. Ja, dann ist es halt, das ist im Anfang Sommer gewesen eigentlich. Ne? Und im Herbst haben wir eigentlich beschlossen, dass wir das machen. Und dann haben wir, das hat man einen Hufig zusammen getammelt und sind mit, ich glaube, 15 Mopeden zusammen gesehen ungefähr. Ne? Ja.
Ja. Sind wir da die Runde gefahren und haben ein Filmteam organisiert, um ein Promotion-Video machen. Und unser Ziel ist eigentlich gewesen, dass wir 500 Teilnehmer haben im ersten Jahr. Okay. Ist eigentlich schon sehr ambitioniert gewesen. Das ist sehr ambitioniert. Und das haben wir eigentlich bis auf ein paar wenige, die eigentlich nicht cool sind, haben wir das eigentlich, ja. Was sind die größten Herausforderungen gesehen, wenn man einfach sagt, jetzt mache ich ein Event und ihr seid jetzt bei Storybär oder im Jahr gesehen? Oder wie hast du das empfunden? Meine größte Herausforderung ist, dass man keine Ahnung hat. Die Organisation natürlich, wir haben natürlich durch das, wir im Ötztal drin gesehen sind und dort natürlich viel abgeguckt, wie macht es die und für dort natürlich viel übernommen. Ja. Was braucht das alles? Und große Herausforderung natürlich, brauchst viele Helfer. Und das haben wir auch Gott sei Dank gehabt. Und ich muss sagen, für die erste Veranstaltung ist es super gelaufen gleich auch. Ja. Ja, ist natürlich cool, gell? Wenn jetzt eine Idee ist, dass ich, wenn er zuerst und das zusammen passt, was da passieren kann. Oder? Ich meine, dann haben wir die zweite Veranstaltung gehabt und dann ist jeder mal eine Saunapause gekommen, weil saunieren haben wir gerade auch können. Oder? In der Zeit, ja, wo es dann... Ja, schon, die sind 18, die haben wir die erste gemacht, die haben wir 17 ja. ausgeschrieben. 18 ist die erste Veranstaltung gewesen. Ja. Und dann haben wir gesehen, dass es ein Erfolg ist und gesagt, ja gut, das wollen wir weitermachen. Und dann haben wir das zweite Jahr haben wir den 800 Teilnehmer gehabt. Ja. Und dann haben wir die Veranstaltung wieder ausgeschrieben und dann ist es halt weiter bis zum Ausschreiben und zum Ausverkauf sind, ist es eigentlich halt nicht mehr gekommen nachher. Ja. Mhm. Dann ist im Prinzip die Gedenkpause gekommen. Und dann hört es aber höher nochmal riskiert. Das heißt, nach zweimaliger Verschiebung. Und wie war das Klingen? Heinrich, erzähl mal da. Die Leute haben natürlich, oder unsere Teilnehmer, die angemalt gesehen sind, haben natürlich auch darauf gewartet, bis das wieder weitergeht. Weil die vorhergehenden Veranstaltungen brutal gut angekommen sind bei den Leuten. Und du siehst, was die Leute für eine Gaudi haben, die da dabei sind. Und das ist auch ein Punkt, wo ich uns auch antreibt, zu sagen, ja, wir machen es wieder. Nein. Weil brutal viel zurückkommt. Und das ist eigentlich auch. Leute sind, es sind ein Haufen verschiedene, vom Verrückten bis zum halt ganz unterschiedliche Leute, die da in der Szene dabei sind. Und unsere Veranstaltungen nochmal sind alle gut gelaufen. Und die Rückmeldungen von der Teilnehmer, was uns natürlich noch schon motiviert hat, um das wieder durchzustarten und die Veranstaltung wieder durchzuführen. Ja. Und die Geschichte hat ja auch einen sozialen Aspekt, oder? Haben wir noch gesagt, oder? Das hat auch den Gedanken gemacht, oder? Ja, also wir haben am ersten Jahr haben wir gemerkt, dass also unsere Teilnehmer in der Zeitnehmung, wobei die Zeitnehmung eigentlich nicht wirklich es gibt keinen Querner insofern, dass es nicht ist, dass immer, sondern es gibt eine Zwischenzeit, wo man auslöst und dann ist es. Ja. Aber da gibt es einen Transponder und der Transponder zahlt man Kaution bei der Anmeldung. Ja. Und das erste Jahr sind die Leute schockweise schockiert, warum kriegen sie wieder 20 Euro zurück am Start, am Ziel. Die Kaution, ja. Und somit haben wir gesagt, ja, da müssen wir irgendeine soziale Aktion machen. Ja, cool. Und dann haben wir das zweite Jahr dann die 20 haben wir auf Spendenbox aufgestellt und haben gesagt, du kannst das Geld zurückkriegen oder kannst es auch einwerfen. Und dann haben wir gut 8.000 Euro für den Behindertensportverband lukriert im Prinzip. Und heute ist es für die Herzkinder gewesen, dort sind es knapp 12.000 Euro gewesen, wo die Leute eigentlich gesponsert, also hat die auch gespendet haben. Weil sie einfach geflasht sind für den Tag und wir haben bis jetzt natürlich auch alle gutes Wetter gehört. alle ein gutes Wetter. Das ist sicher auch kein Nadel. Ja. Also jetzt haben wir uns, glaube ich, so viel Gusto gemacht, zum erzählen und mit dieser Begeisterung. Vielleicht Abschlussfrage fürs nächste Jahr. Ist es jetzt geplant oder ist es noch im Wehren? Oder kann man so sagen, du schaut so aus, als gibt es die nächste Moped Ride-Tour? Geplant, dass wieder etwas stattfindet, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber grundsätzlich tendenziell. Tendenziell, ja.
wird das wieder passieren. Ja, du, ich bedanke mich, dass er bei mir gesehen hat und dass er die Zeit genommen hat. Und jetzt sollte ich sagen, gucken wir alle miteinander hier. Wir haben ein wunderbares Aftermovie auch gemacht. Und das gucken wir jetzt miteinander an. Viel Spaß!